Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Landtag, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir, die CDU-Fraktion, stimmen der unveränderten Annahme des vorliegenden Entwurfs zum Landesbehindertengleichstellungsgesetz zu. Unsere Zustimmung haben wir als Teil der Regierungskoalition schon in der letzten Sitzung deutlich gemacht. Mit weiteren Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen im Land, den Fokus auf die Menschen mit Handicaps gelegt, unterstützt die Koalition die Teilhabe aller Teile der Gesellschaft. Dazu gehört natürlicherweise auch die digitale Teilhabe. Das haben wir heute Morgen im Rahmen notwendiger Voraussetzungen ja auch schon debattiert. Digitale Kommunikation ist heute schon so dermaßen wichtig, dass die Voraussetzungen der Nutzung auch für die Menschen mit Behinderung gegeben sein müssen. Genau an dieser Stelle setzt das Landesbehindertengleichstellungsgesetz an. Digitalisierung ist zwar im ersten Moment eine Herausforderung, auch in ihrer Anpassung zur Herstellung der Teilhabefähigkeit, aber dann bietet sie große Chancen. Gerade für Menschen mit Behinderung kann die Digitalisierung große Vorteile bringen, wenn denn die technischen Möglichkeiten von öffentlicher Hand wie von der Wirtschaft genutzt werden. Neben der Herstellung einer barrierefreien baulichen Umgebung zur physischen Mobilität kann die barrierefreie elektronische Vernetzung von großem Nutzen sein. Gerade die Nutzung digitaler Produkte haben das Potenzial, mehr Gleichstellung in der Gesellschaft zu erreichen, die zuvor vielleicht unmöglich erschien. Die Einsparung von Kraft- und Zeitaufwand im täglichen Leben, und darum geht es doch gerade, um das Alltägliche, die Bewältigung von Dingen, die der Mehrheitsgesellschaft als profan erscheinen. Wir als Gesetzgeber, als Parlament des Landes sind deshalb zuvorderst aufgefordert, das Angebot des Landes, der öffentlichen Einrichtungen auf einen Stand zu bringen, der den technischen Möglichkeiten auch Rechnung trägt. Dabei ist es besonders wichtig, dass Gleichstellung hier Selbstverständlichkeit wird. Die Benutzeroberfläche von Online-Angeboten öffentlicher Hand kann Vorbildfunktion sein. Von einem Hineinregulieren in Anwendung der Privatwirtschaft, wie in der Anhörung zum Gesetz vor 14 Tagen gesagt wurde, halten wir als CDU bekanntlich nichts. Gleichwohl werden doch gerade in der Privatwirtschaft anwendungsfreundliche Produkte massentauglich, wie zum Beispiel die Spracherkennung. Aber während sie auf der einen Seite als Gefahr für den Datenschutz gesehen werden, ist es doch auf der anderen Seite so, dass diese ein Segen sein können. Privatwirtschaftliche Freiwilligkeit darf jedoch nicht für Unternehmen gelten, die eine öffentliche Leistung erbringen, zum Beispiel im Bereich der Mobilität. Ein Fahrplan beispielsweise muss für jedermann überschaubar und lesbar sein. Dass im Bereich Daseinsvorsorge Chancen der Digitalung nicht genutzt werden, um Menschen mit Behinderung, Gleichstellung zu ermöglichen, muss unterbunden werden und gehört zu einer Zukunftsaufgabe, der wir uns als CDU in Regierungsverantwortung in Land und Bund stellen. In Zukunft wird der Gang zu Behörden, wie in einigen anderen Staaten der Europäischen Union schon üblich, weitgehend eingespart werden können. Das nutzt besonders Menschen, die sich nicht so einfach auf den Weg machen können und in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Insofern gilt auch mein Dank den beiden Dolmetscherinnen, mit deren Hilfe mehr Menschen verstehen können, worüber wir hier heute reden. Denn die Debatte wird ja auch live übertragen und kann bei YouTube nachgeschaut werden. Die Chancen der Digitalisierung sind also offensichtlich. Die zunehmende Unabhängigkeit von Zeit und Raum nutzt allen. Mit dem Landesbehindertengleichstellungsgesetz sind wir also in der richtigen Richtung unterwegs.
hier auch vom Gesetzgeber und von öffentlicher Seite aus ein Angebot zu unterbreiten, welches uns einer umfassenden Gleichstellung in einer digitalisierten Gesellschaft näher bringt. Die öffentliche Anhörung vor 2 Wochen hat aber auch gezeigt, dass unsere Gemeinschaft noch viel zu tun hat. Deshalb wird es noch in dieser Legislaturperiode hier auf Landesebene schon Ende dieses Jahres die Überarbeitung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes geben. Und ich würde Herr de Jesus Fernandes diesbezüglich die schon gelaufenen Anhörungen auch nicht als Farce bezeichnen. Hier passen wir das Gesetz an, weil wir dazu verpflichtet sind. Wir setzen EU-Recht um. Das ist wichtig und wir bitten darum, dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf zuzustimmen. Dankeschön.